Ja, hallo liebe Leute und willkommen zu einem, ja, endlich mal neuen Part von Let's Play World of Warcraft. Ja, ich habe gestern schon aufgenommen und Leute, ey, ich habe 2 Stunden lang mit meiner Magierin gelevelt, ohne das Mikrofon anzuhaben. Ich weiß nicht, wieso das Mikrofon aus ist. Ich habe es immer an. Ich mute mein Mikrofon nie, weil ich nie was zum Muten habe. Und selbst wenn ich mal im Teamspeak bin oder so, dann mute ich nicht mal Mikrofon, sondern mute Teamspeak. Okay, ja, wir sind mit meiner Schalal unterwegs, die Stufe 72. Und ja, die wollen wir doch heute noch ein bisschen leveln. Ich muss mal wieder aufnehmen, das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Und dann machen wir uns direkt mal auf den Weg nach Sternruh und reihen uns in eine Instanz ein. Gestern waren wir noch Stufe 70 nach dem Aufnehmen, waren, nee, vor dem Aufnehmen, gestern waren wir 68, und nach dem Aufnehmen, gestern waren wir Stufe 70, das heißt, wir haben einiges gemacht, wir haben auch Instanzen gemacht. Ach man, ey. Ja. Naja, dafür machen wir jetzt spät abends noch ein bisschen PvE mit der Schalal. Die ist gerade auf Feuer gespeckt. Beides jetzt PvP-Skillung. Oh, da ist ein Tank da. Oh, da könnte gleich was aufgehen. Das ist gut. Einmal PvP-Spec und nochmal PvP-Spec Frostfeuer. Also beides dabei. Arkan ist langweilig, deswegen habe ich das nicht genommen. Und ja, Glyphen habe ich auch für beide Talentbäume schon. Eigentlich. Ja, jetzt müssen wir nach Sternruh Quests absolvieren. Und nach Sternenruh, dann werde ich nach Dalaran geschickt. Das mache ich aber später. Ich kann das doch schon. Ich kann mich doch schon nach Dalaran teleportieren, das mache ich später. Das ist eher weniger wichtig, ja. Ich werde jetzt mal im Feuer leveln. Warte mal, erstmal Kekse herbeizaubern. So. Leiche, da Pläne der Mondrohgärten. Vielleicht geht er gleich in die Instanz auf. Jetzt haben wir einen Tank, 2 DDs und ein Highlight. Es fehlt noch ein DD, go Leute. Dann können wir doch direkt nochmal hier. Was muss ich jetzt eigentlich machen? Ja, okay. Ja, ich weiß, was ich machen muss. Die Leichen hier plündern. Habseligkeiten. Da sind sie doch schon. Fertig. Dann brauche ich das gar nicht aufzunehmen und auf die Lilien von Nordend. Ja, wie sieht es bei meinen anderen Charakteren aus? Dawnmaker hat jetzt zumindest vom Set her das Arena-Equipment voll. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Was muss ich denn machen? Auf ein angewählenes Verseuchten. Echt? Oder muss ich hier einfach nur irgendwie hin? Irgendwie. Ah, ich lese mir die Quest durch. Kopf des Hochgenerals. Abstimmung von Dalaran. Das Abbild von möchte, dass ihr euch auf die neuen abstimmt. Auf die Leitlinien abgestimmt. Verstehe ich jetzt nicht. Ihr müsst willkommen, Magierin. Ihr müsst euch mittlerweile schon gefragt haben, wo Dalaran ist und wie man. Warte mal. Ja, es fehlt noch der DD. Wie man dorthin kommt. Nun werde ich euch helfen. Doch bevor ich euch beibringen kann, wie man sich zu unserer glorreichen Stadt hin teleportiert, müsst ihr euch auf Nordends Leitlinien abstimmen. Ja, super. Sonst würdet ihr nämlich vernichtet werden. Hier, nehmt diese Abstimmungsrüstung und werdet in der Grube unter der Sognadel. Okay, wo ist der Abstimmungskristall? Hier. Der ist aber. Och nein, die kenne ich doch schon 12.000 zig Millionen Mal. Och, die Ini ist kacke, ey. Die habe ich schon so oft gemacht. Egal, ich mache die jetzt. Weil, ja, ich möchte euch im Let's Play ja auch was zeigen.
Und ja, okay. No me gusta, no me gusta. Die kenne ich doch schon in- und auswendig. Bitte dann mit Tempo. Ich hoffe, ich mache auch als Feuerschaden, weil ich habe bisher nur mit Frost mitgemacht und da mache ich eigentlich auch gut Schaden. Als Arkan würde ich, denke ich, mal nur auch den besten Schaden machen. Aber guckt euch das an. Die sind alle grün für mich. Das ist langweilig einfach nur. Das darf gar nicht so sein, ey. Die mache ich doch schon alleine. Egal. Auf zu heulen, Mensch. Ach, nicht Pyroball. Ach, ich komme gerade nicht mit der Roter klar. Ich kann ja mal laufen, Kasten. Das ist das Coole an Feuer. Und Kampfeshitze. Go, go, go. Hol den nächsten. Ich will hier. Verstehst? Bam. Zack. Bam. Und gleich läuft die lebende Bombe aus. Oh, das geht ab. Das geht ab. Neue hinwerfen hier. Also ich mache sehr schön Schaden. Ach, der Tank ist uns gestorben. Egal, ich tank das auch so. Bam. Guckt euch das an. Ja, ja, was gibt's zu erzählen? Ja, mein Schurke hat das Rüstungsequip, also von der Arena. Oh, nein. Voll, also kataklysmische, also Hand, Kopf, Schultern, also das kataklysmisch. Dann kommt jetzt der Rest, der unnötige Rest. Und der ist billig, das heißt, ich kann jetzt jede Woche ein neues Teil holen. In den nächsten Wochen müsste ich dann voll equipped sein. Oh, da freue ich mich schon drauf. Und wir haben einen Paladin, den lasse ich momentan stehen. Der hat jetzt Juve auf Max geskillt. Weiß nicht, ob ich das schon, ob das im letzten Let's Play auch schon so war. Ich weiß es nicht. Boah, bam. Bam. Boah, ist das geil. Ich liebe Feuermage. Jetzt müsste die Bombe eigentlich hochgehen. Geht sie nicht. Die muss zu Ende ticken. Bam. Na, egal. Macht so Spaß. Ja, ich fahre nicht weniger. Bam. 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 Boah, ich liebe Feuermage. Auch im PvP gehe ich damit richtig ab. Jetzt gehe hoch, Bombe. Dankeschön. Hat ausgelöst. Bam. Oh, ja. Proxy über alles. Oh nein, meine Kampfeshitze, die ist doch so wertvoll. Ein Eschern habe ich auch noch, aber den nutze ich irgendwie nie. Ist sehr wichtig, falls ich hier so einen wichtigen, so einen erfahrenen Magier finde. Kann mir einer sagen, ob das wichtig ist? Also ein Eschern, ob man den auf CD halten sollte. Bam. Ja, und jetzt ist die Magierin dran. Da WoW leicht langweilig wird, wenn man zwei gut gespielte High-Level-Chars hat. Das war damals nicht so. Damals, wenn man einen sehr gut hatte, man einen sehr schön gespielten, einen ziemlich starken und ja, die restlichen Twinks waren vernachlässigt. Aber durch das Casual Playing verbesserten Spielerlebnis ist das alles natürlich abgeschwächt worden. Und ja, jetzt muss die Magierin halt 85 werden. Bald habe ich Ferien und da wird sie auf jeden Fall 85. Da kannst du machen, was du willst. Und ja. Was ist denn hier?
Froststoff. Silber. Ah, hier lohnt sich wieder die lebende Bombe reinzuwerfen. Das, das. Und dann noch mein Drachen. Und jetzt geht die Bombe hoch. Bäm. Oh, 7k Crit ist ja wenig, ne? Ah, ich bin die Damage-Maschine. Ich bin Rang 1, so gehört sich das. Ah, wobei, der lebt nicht lange, ne? Das war ein Fehler. Ne, jetzt hat er seine Runen rausgeholt. Die kann ich klauen. Bam. Bam. Und jetzt geh hoch. Ja, also der Schaden gefällt mir schon. Also ich glaube, ich mache jetzt mit Feuer weiter. Vielleicht ist er zum Questen nicht so toll, aber sonst gefällt mir das. So. Wer hat hier am meisten Leben? Die haben alle nicht so viel. Der Eisenhelm hier. Zack. Zack. Bam. Und dann. Hau raus. Crit. Ja. Explosion. Wer hat die Rune? Ach, ich verklick mich. So, danke. So, und jetzt wird Damage gefahren. Zack. Zack. Nee. Feuerball.